Hallöchen Leute, ich bin super schnell dran, nämlich gerade eben kam eine neue Folge von Murder Drones online, Folge 7, ich bin mega hyped und die Folge heißt Endzeit und ich glaube, sie gibt's auch schon direkt auf Deutsch. Ja, tatsächlich, direkt auf Deutsch bei Release, mega geil, ich bin hyped. Lässt einen Daumen hoch da, let's go, rein da. Oh. Neue Musik, neue fröhliche Pumpy-Musik beim Horror-Glitch Murder Drones Video-Folge. Sitcom. Okay, jetzt bei den Menschen, oder? Ah, nee. Doch. Okay. Da waren wir diese Dinos, die wir letzte Folge ja wissen, dass die da unten dieses Bunker da beschützt haben, dass die da nicht reingehen können, wo sie reingegangen sind. Das ist schon wieder ein Flashback, weil das ist, glaube ich, die Erde, ne? Lab Space. For rent. Also ein Laborbereich wird vermietet, aber ist jetzt schon gemietet gerade. Cabin Fever. Okay, also es ist da Fieber, Krankheit so. Da ist dieses, ach, da ist dieses, ja, das Camp ist da. Okay, das Camp. Da sind sie auch gerade im Keller unten. Glaube ich, war das da. Ja, Schlüssel dafür herkaufen. Jedenfalls egal. Weiter geht's. Ja, die Menschen. Wir wissenschaften gut, Sir. Mathematik. Mathematik. Da ist Nori, die Mutter von Uzi. Alles klar, die sieht fast genauso aus wie sie. Ja, und die Halskette dazu an. Okay, sie wissenschaften gut. Und ich finde, die Animationsqualität ist ja so viel geiler. Nochmal geiler. Oh Gott. No, da ist sie. Die ist da drin gekettet. Dr. Chambers! Oh nein, ich bin doch nicht... Ist der Typ etwa wichtig? Okay, er hat einen falschen Anzug angezogen, oder wie? Alles klar, okay. Das ist Glitch-Logo, also kennt das Cabin Fever, Ding. Okay. Chambers, holen Sie 48. Richtig, also. Jeva. Aber die testen hier gerade quasi an der Mutter von Uzi rum, weil sie auch diesen Virus da in sich drin hat. Diesen einen Zombie-Virus da. Denke ich mal, dass es der ist. Ja, genau. Und da experimentieren sie gerade rum, wie sie die bekämpfen können wahrscheinlich. Ist das eine doktorspezifische Sache? Okay, USB-Stick. Ich mach mich mal auf die Socken. Dieser Virus war ja dieser eine, ich habe ihren Namen von ihr vergessen, aber die sich in alle reinhackt und sowas und die benutzt ja auch, die Uzi auch teilweise benutzen konnte zwischendrin, die mit den gelben Augen, ja. Jeva Twist, A-A-T, mit. Jetzt? Ah, die hilft ihm, okay. Oh, Händchen. War doch nicht. Die Dinosaurier sind frei. Die T-Rex-Dinger. Chamber, kommen Sie mal her! Also ich glaube, dass man USB-Sticks nicht so anwendet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber... ich glaube, du musst dafür einen Port finden, wo du die reinschicken kannst und nicht so zack in den Kopf rein. Ja. Yep. Also ich. Hä, die bleibt draußen jetzt? Hä? Er konnte sie nicht finden? Ist doch Schnuppe. Ach so.
Dann komm ich mal. Es gibt so Glitche, oder? Das ist nicht die echte. Das ist eine. Da ist die echte. Der Arm. Das ist eine Illusion da. Wie heißt das? Ah! Was schon mal dieser Virus gemacht hat im Bunker bei denen. Wisst ihr, was ich meine? Ein Hologramm, so. Ja, geil. Alter. Ah, deswegen, das mit dem USB-Stick im Kopf war nicht wirklich eingesteckt. Das muss er jetzt machen, weil es nicht geschafft wurde. Ah ja, krass, die Kameras da dran. Das ist der Hauptvirus. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber die im Bunker war und so, bla, wir wissen Bescheid. In der Vergangenheit ja diese kleine Assistentin war von Dings, ne? In der Erde, auf der Erde, als Butlerin da, die durchgedreht ist. Ja. Ich weiß ihren Namen nicht. Vielen Dank für den neuen Wirt. Tudalü. Ja, ich glaube, so ein USB-Stick im menschlichen Kopf funktioniert auch noch nicht so ganz. Da fehlt halt die Schnittstelle. Aber mit Elon Musk vielleicht geht's dann irgendwann. Diese Ohrenkopfhörer da, diese Katzendinger. Ich sehe so ein Babykopf, aber diesmal sieht es nicht aus wie ein Baby, sieht aus wie ein Schleimkopfmonster, die auch diese Fähigkeit hat, auch dieses. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist so, es gibt Zombie-Drohnen, die haben diese Fähigkeiten. Und dann gibt es diesen einen Virus nochmal. Es ist getrennt. Und werden diese Zombie-Drohnen können von diesem Virus, diese GLaDOS-Stimme da Begriff in Besitz genommen werden. Weil Uzi konnte das auch mit diesem Ding machen. Und dadurch hat ja erst die eine dann sie übernehmen können, auch wenn es benutzt hat. Aufzug angekommen, unten. Der Aufzug. Ja. So repariere ich auch mal Aufzüge, indem ich dagegen schieße. Uzi, hilf mir! Benutze den Solver! Ann, pass doch auf! Ja. Das sollte ich sein lassen. Tut mir leid, Ann. Oh, nein, nicht doch. Schon okay, Uzi, ich. Es tut mir so leid. Genug, Ann. Wir retten Vee, nachdem wir hier fertig sind. Uzi, halt du dich vielleicht besser hier raus, ja? Da drüben ist eine tolle Kiste. Roboter mögen doch Kisten, oder? Was? Hast du nicht mehr... Ist sie wie eine Katze, oder was will sie verhandeln jetzt? Uzi, hier unten könnten Dinge verborgen sein, die du nicht sehen willst. Oh, was wird das, wenn's fertig ist? Gar nichts! Wir wissen noch nicht alles sicher, aber... Wir werden dir nicht wehtun, okay? Ihr wolltet mir... Was? Oh, ja, das ist ja dieses... Ist es das Solver-Ding, dieses schwarze Loch, was ihr schaffen kann? Sie macht einen auf Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ne? Sich einfach aufteilen, so.
Oder Turm wieder. Und du erklärst mir nicht, warum wir hier draußen rumlaufen, weil... ich eine gute Freundin bin und Geheimnisse Druckmittel sind. Und es geht nicht um Fußball. Okay. Will deine mysteriöse Freundin mehr über Fußball wissen, oder... kein gutes Zeichen. Die Schwerkraft kurz versagt. Und neue Raumschiffe mit neuen Aliens, neue Mörder-Drones auch nicht so gut. Todesengel. Also, hat das mit dem zu tun, wonach du suchst? Nein. Ja, ja. Nein, hat es total. Das ist ein iPhone. Ja. So ein iPhone 5 oder so, oder? Was hier hat. No. Das verdient. Okay, das ist nicht gut. Nein! Dieser Cut! dieser hässliche Emoji da. Oh mein Gott, das Smiley-Ding. Das verfolgt mich mein Albträumen noch von ganz früher immer. Da ist jetzt Nori, oder? Stehen da alles drauf? Ich will es mir genau durchlesen, was da steht. Sterbt alle nicht und don't all die und lass es nicht wieder raus, lol. Wir sind ziemlich böse, aber hauptsächlich böse darüber. Wir sind sehr böse, aber hauptsächlich ängstlich darüber, dass sie die freigelassen haben. Due to lack of progress in units, Team Radley is tasked with attempting Okay. Also die sind sauer darüber, dass sie die Nori freigelassen haben, die Mutter von ihr. Wäre ich auch. Die killt ja ein paar Leute. Küche. Von so Minengänge und dann so richtig cleane so Schilder, wo man langlaufen muss. Sehr schön. Einladend. Hätte ich sehr viel Bock drauf. Deswegen, Leute, bin ich der festen Überzeugung, wir brauchen einen dritten Arm oder einen, so einen, wie so ein Affe, so einen Schwanz hinten, mit dem wir halt Sachen greifen können, wo wir nicht mit unseren Händen hingehen wollen. Das ist absolut perfekt, ich brauche sowas. Ich hab dich vermisst, Anne. Danke, wie ein Schattenraumer Geist. Du brauchst nicht näher zu kommen. Weißt du, du warst einer der Hauptgründe, warum ich wollte, dass das euer Jesper so bleibt, wie er ist. Du hast mich stets überrascht. Hast getan, was immer ich sagte. Na, umarmen sich oder umprogrammiert? Na, ja. Sind sie wieder. Menschen killen? Oh, Junge. Haben die gegen die Menschen gekämpft? Weil sie umprogrammiert wurden von ihr? Soll es sein, oder? Danke, dass du auch hier für mich aufgeräumt hast, mein Freund. Guten Hunger. Guten Hunger? Guten Appetit oder so. Die Kirche ist unterirdisch. Ach so. Das ist ja auch gruselig. Aber noch nie sowas gesehen. Eine Kirche in so einer Höhle. Hat auch einen geilen Vibe wieder so. Finde ich geil. Und Blitze vor allem auch unterirdisch. Na, ihre Mutter. Der Deck ist krabbeln. Sie passt gut in die Kirche da rein mit ihren Flügeln.
Richtig creepy. Ah, da war das Baby da. Babykopf. Oder halt nur Kopf. Nightcore-Mix. So ein alter MP3-Player. So ein alter, wie heißt der? Wie hieß der früher? Nano. iPad Nano oder so? iPod Nano? Ich glaube, so sahen Dinge aus. Da hat man früher nur Musik gehört. Mittlerweile hat man nur noch iPhones halt durchgehen. Aber früher gab es die Dinge auch noch. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, Nano waren die ganz kleinen. Das waren, glaube ich, dann. Oder? Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Ist schon noch ganz Weile her. Wollt ihr das Video sehen? Von ihrer Mutter. Wo ist jetzt Tess? Tessa heißt sie, glaube ich. Der Mensch, die Menschin. Ist die Matsch oder ist sie gegessen worden? Wo ist die? Babykopf! Oder wie auch immer. Warum nachziehen ihre eigenen Haustiere? Bist du ein Schwachkopf oder so? Und wie? Hätten wir das geklärt. Bewegung! Krasser Kopf! Hey, du kommst mir bekannt vor. Augen auf die Straße! Hast du Flügel? Ich schätze. Konzentrier dich! Nach links! Nimm das mit an die Oberfläche. Ich suche einen Hengst namens Khan. Uzi ist dead? Wozu? Sie sucht den Khan. Uzis Vater, der Doorman. Khan Doorman. Weil der Mann von ihr ist, ne? Von der, hier, von Nori. Aber, wieso erkennt die ihn? Das ist keine von dieser Erdfolge da, wo die da waren, ne? Da war ja nur die eine, die ein bisschen war. Die ja hier jetzt, die jagt, aber sonst war da, glaube ich, kein anderer Roboter, den wir gerade, ne? Woher kennst du meine Tochter? Oh Junge, das ist Uzis Mutter. Das, was von übrig ist noch. Das Menschliche noch. Oder das Roboterliche mäßige. Jemand konnte sich schon mal gut von ihr abspalten. Und nicht mehr von ihr, von der Hauptböse Tante. Ich habe ihren Namen noch nicht. Aber... Also wenn irgendein Mädel mir ihre Mutter vorstellt und ich krieg so ein Bild hingezeigt, dann würde ich sagen so, okay, ich gehe dann mal. Also, wie wollen Draufhauen. Wir... Hatte sie nicht Pio-Pio-Hände? Dann treten wir. Ach so, na klar. Jo, easy, komm mal. War nicht Folge 1 so, dass diese Mörderdrohnen total brutal sind, man sich auf jeden Fall davon fernhalten sollte und nicht die nähern sollte, auf jeden Fall nicht diesen Bunker verlassen. Jetzt geht er einfach raus und jo, tun sie, wenn die Mörderdrohnen einfach so ganz normal, ich meine, die waren teilweise bei deren Klassenausflug dabei. Die haben ja gar keine Angst mehr von denen, ist ja irgendwie wahr, kann ich verstehen. Was sind mit den Zöpfen wieder? Ein weiterer Klon, oder wie? Cooler Kampf. Okay, der hat das Raumschiff zerstört, das alte, was sie hatten. Kommt da jetzt Khan? Teil Nummer 2A, überprüft das Perimeter. Herr Türmeister, Sir? Fieses Pack, diese dunklen Engel. Ja, ist Khan. Nehmen uns Fluchtmöglichkeiten. Meine Frau. Und meine Tochter hat jetzt mehr Interessen als Kannibalismus und Nightcore? Das ist... Ich meine, genau genommen, seine Frau lebt ja noch, ne? Der Kopf, der rumläuft. Go for it. Das Ende. Wenn der Schrank meiner Frau recht behält, wird der Planet uns bald aufessen wollen. Da ist sie. Abgehauen. Lebt noch. I'm not a robot, a test. Ja gut, klar. Roboter haben keinen Fingerabdruck, das stimmt. Oh, wir sehen menschliche Finger. Stimmt, auch nicht gesehen. Da müssen wir noch genauer hingucken. Das haben wir auch, wir haben bisher mal nur ja in keine Haut gesehen von Menschen. Nur halt in irgendwelchen Anzügen drin, meine ich, ja. Handschuh aus und... Eine echte Hand.
Eine echte menschliche Hand. Krass, was ist denn hier? Sieht ein bisschen komisch aus hier, diese Stelle hier, aber. Krass! You're right. Norieva. Moris Mutter. Jeva war der zweite Roboter, den sie, den der andere Typ nicht in die Kirche lassen wollte, der draußen geblieben ist. Ist das vielleicht dann die andere, die da rumläuft, gerade die von ihr Besitz ergriffen, genommen wurde, hat da, bla? Wo ist das Kreuzmensch? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Der USB-Stick, um den Zäuber zu exorzieren. Wo ist er? Das haben diese Christen hier unten also gemacht? Du meinst das Kruzifix-Ding? Dagdinis Nayesh. Hatte so ne... Ich glaube, weil der Untertitel da stand, hat sie vorhin auch immer Russisch geredet und Tessa spricht dann scheinbar auch Russisch und hat dann darauf auf Englisch geantwortet. Deswegen der Untertitel. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es so rum war, ja. Vermutung. Doch mir kam immer was dazwischen. Willst du dich damit wohl selbst retten, was? Ich werde es nie im Leben zulassen, dass der Solver mich dazu benutzt, den Planeten zu zerstören. Ich glaube nicht, dass er dich gebrauchen kann. Hey, krass, abgelenkt mit dem Messer. Ah, deswegen hat er die Augenklappe getragen, weil sie sich quasi ihr eigenes Auge ausgestochen hat, damit der Server über das Auge nicht zugreifen kann. Oder dass der Server nicht aktiviert werden kann. Da drin. Das ist es. Okay. Dass er nur nicht von irgendeinem Mörder-Jones-Typen abgeleckt werden, sonst heilt ihr das Auge ja wieder. Das ist so gruselig. Einfach ein 5 Nights at Freddy's Jumpscare, wirklich. Vielen Dank für den neuen Wirt. Hä? Ach, sie, Jeva, nee. Ja, sieht da unten, ja. Er geht einfach! Überlebt. Du hast bisher gerade nicht geholfen, wie es aussieht dann, sie zu heilen. Na, okay, da wurde er runtergeschmissen. Ganz runter zur Erde und dann PAM. Dann ist der Planet sowieso irgendwie implodiert und die Menschen alle so... Und no. Bin auf der Oberfläche aufgewacht. Hirn war Matsche genug, um ein Kind zu kriegen, und der Rest ist dumme, dämliche Geschichte. Aber sie ist von der Explosion, von der Kirche, der irdisch ist, hochgeflogen an der Oberfläche, hat da dann ein Kind gekriegt noch, weil er hier in der Matsche war. Und dann ist sie, da ist sie so durchgedreht wegen den ganzen, hat sie ja diese ganzen Zeichen gezeichnet und sowas und so bla. Und, ja, dass das noch lebt. Diese, das Viech da, ne? Aber warum ist da nur ein Kopf von ihr übrig? Die Story, die fehlt uns noch. Warum nur der Kopf noch übrig ist, oder so mal, dass ein Auge nur noch übrig ist. Lass das. Jedenfalls ist der Server zurückgekommen, um es zu beenden. Wer ist dein Wirt? Naja. Uzi und eine rotäugige... Jevas Kind, ich weiß, du Depp. Welcher hat gerade versucht, uns zu fressen? Mm-mm. Okay, da wird wohl Uzi das nächste Opfer werden. Von der Tochter zur Mutter vererbt dann. Nee, andersrum. Na, von der Mutter zur Tochter dann runter.
Hey, du verlierst da was. So ein bisschen so vielleicht, weiß ich nicht. Ich stelle mir das immer so vor, wenn du von eigenem Blut ausrutscht. Das ist so. Stell dir vor, du läufst ein bisschen und rutscht auf deinem Dickdarm einfach raus. Ich weiß, es ist Roboter, ja, aber genau ist es ja irgendwie so. Ich meine, da gucken so ein paar Rippchen da unten raus hier. Also Roboterrippchen. Ist es die? Ah, es ist die, stimmt. Fight back auf Russisch, okay. Ja, es ist die, die vorher hier unten war und die das Auge ausgestochen hatte, damit sie nicht, ne? Genau. Na, sowas. Da war wohl jemand fleißig. Mach hinne, Schwachmat! Schon unterwegs! Uzi wird ausrasten, wenn ich ihr erzähle! Erzähl ihr ein Sterbenswörtchen und du stirbst. Sorry, Ma'am. Ich will keine Geheimnisse mehr für Uzi haben. Auch wenn sie sagen, dass es ihr schadet. Ah! Nett gemeinter Hinweis, Ma'am. Ich habe ihr nichts als Leid angetan. Den Planeten zerstört, euch Dinger hierher gebracht. Ihr gottlos gruselige Kräfte verändert. Die hat ihr da nicht das Leid angetan. Also sie hat ja die Erde zerstört und dann sie erst als Kind gekriegt. Es war ja nicht so, als hätte sie die Kind gekriegt und dann die Erde zerstört, dass sie ihr so Leid angetan hat. Leid hat sie nur ihr angetan, indem sie einfach nicht mehr da ist, oder? Ja. Was auch immer. Versprich es! Ich versprech's. Dass ich warte, bis sie bereit sind, um es ihr selbst zu sagen? Leck mich. Ja, die alles so schwappelt, wenn sie sich dreht. Das ist so geanimiert. So, wenn man die erste Folge und die letzte Folge vergleicht, ist das Niveau so um 1000% gestiegen. Wirklich krass. Ich hab nicht. Sie ist einfach. Warte! Was anderes hat das mit Doll gemacht. Du musst mir glauben. Alles in Butter. Das macht es mir nur einfacher. Ich hätte mit mehr von euch selber fressen gerechnet. Er will jetzt töten, damit sie nicht noch wieder von so einem Virus besessen werden kann, ne? Ich verstehe schon. Weißt du über den Stick Bescheid, ja oder nein? Eine Chance. Wie süß. Weißt du, warum ich dich am Leben lasse? Okay, er hat Tessa einfach geköpft. Easy. Also, klasse. Cool. Also, ich meine, wenn sie über den USB-Stick Bescheid wusste, was sie ja scheinbar dann wusste, hätte sie auch easy so sie reparieren können, Uzi, ne? Und sie dafür schützen können, wahrscheinlich, mit dem Stick. Und sie nicht hätte umbringen müssen. Und er mag ja Uzi, deswegen hat er sie jetzt davor bewahrt. Weiterzuleben. Ja, komplett rund, wo war der Kopf dann drin? Oder Hals? Ew. Steck den Stick rein. Steck ihn rein. Also, den Stick halt. Also, den Kreuz-USB-Stick, Leute. Ich weiß nicht, wie der denkt. Hey, Kumpel. Ja, schön. Also, ich greife direkt danach. Ich weiß nur, dass ich dich brauche, um alles herauszufinden. Jetzt guckst du gleich hoch und hat gelbe Augen. Ich weiß doch. Rauszufinden. Gemeinsam. Ja. Ja. War so klar. Es war so offensichtlich klar, Mann. Ah! Das ist wirklich süß, großer Bruder. Zu schade, dass du ausgedient hast. Keine Sorge, deine Backups werden mir vergeben. Hm? Basti GAG kommt rein. Mit dem Eisenspitzhacke. Was ist das? Ah, die Mutter. Louis, du bist tot. Und du hast Hausarrest. Wut. Oh. Wut. No. Das ist
so gruselig und so geil. Ach Mann, ey, klar, das ist Pack, wirklich, ey. Ja, er will sie eigentlich nicht töten, ne, weil es der Körper von seiner geliebten Uzi ist. Und das ist von ihrer Tochter. I was a piece of snappen, wach auf! Nochmal! Wach auf! Null. Wenn er da reinkommt, weg ist er. Dann ist er gleich null, ja, null Objekt. Klonen! Hä, Zwinker? Nein, ich weiß nicht, dass er sie rettet. Ah, nee, er ist nicht unmöglich. Stirbt er selbst oder was? Quickie, wie so ein Quietschkuscheltier. Ja, die können ja nicht gewinnen, weil es gibt ja noch Folge 8, glaube ich, ne? Ja. Oh, die ist die jetzt die Mutter? Wird jetzt wirklich ist jetzt wirklich die Tochter ihrer eigenen Mutter indirekt? Erwähnen, dass Uzi und ich. Was hat er geschrieben? Hang out? We just kinda are hanging out. A lot, I don't know. Ach so, er hat geschrieben, sie sagt quasi, dass sie zusammen sind, N und, Uzi hat dann auch einen Hund gemalt, weil er die Zeit gefunden hat, aber den genatzt, er hat ein herzlich gemalt, geschrieben, ja, wir hängen out, hat sogar gewusst, noch einen Satz sogar noch angekündigt, dass er so enden wird. Das ist so typisch N, so richtig random. Na, wieder der Daumen wieder, typischer Move, man kennt's. Was? Die Türmeister, diese Dinger sind die Mörder deiner Mutter! Au. Was sind die Mörder deiner Mutter? Was hat er nochmal gesagt? Was hat er gesagt? Was? Die Türmeister, diese Dinger sind die Mörder deiner Mutter! Wo ist die Türmeister? Ah, okay, sie bitch slappt jetzt, sorry für das Wort, sie slappt jetzt ihre Tochter, weil die Tochter jetzt einen Mörder-Throne datet. Die Mörder-Thrones haben eigentlich die Mutter hier umgebracht am Ende, am Anfang. Das stimmt, stimmt doch, das war ja die Story. Deswegen hat Dominik die Bunker gehabt, eine Tür zugemacht, weil die Mutter von, ja, ich glaube, ja, genau, ich hab's wieder, ja. Au, ich bin nicht hey, Lady, ich bin doch nicht dein Eigentum! Was ist das? Wir sind doch nicht eklig, kitschig und... Das war deine Mom! Das war deine Mom! Geil! Oh. Muss die jetzt hin? Das Programm, die Braut muss jetzt, die ist noch da irgendwo. Also der Kopf wollte noch. Ah, der Hase ist zugegangen. Aber das Programm ist noch da. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die normaler Mensch nicht hat. Glaube ich. So, also wenn der Kopf ab ist, ist es, glaube ich, eher schwierig, den wieder dran zu machen. Aber scheinbar kann die das. In Tessa war doch ein Roboter drin? Die ist kein Mensch? Oder Tessa wurde unten schon lange umgebracht und dann ist ein Roboter reingeslidet und hat so getan, als wäre Tessa in die Rüstung.
Danke, die Hosch. Ist jetzt das Programm in Menschen reingegangen? Ist das die Story? Nicht in einen Roboter, sondern in einen Menschen diesmal schon reingehackt? Das ist es, glaube ich, oder? Das heißt das hier. Knochen alles das hier. Das war lustig und außerdem, das ist Sarkasmus. Ehrlich gesagt, ich war hungrig. Ich habe letztens erst auf Brody, die auf dem Hauptkanal, die Hell of nicht Hell of sondern Husband Hotel geguckt. Da gab es auch Tentakel aus dem gelben Portal unten raus. Jetzt hier auch nochmal Tentakel aus dem gelben Portal. Kabinenfieber, ja. Oben vom Camp. Das Schiff ist startklar, Chefin. Gib mir... Chefin? Tessa ist doch Rippchen jetzt, oder was meint sie jetzt? Der Schlüssel! Wer seid ihr, Flachzang? Khan. Doorman. Der die Waffe repariert, mit der sie hier Murder Jones wegfetzen können. Frage mich, könnte ich im Notfall, wenn es um mein Leben ging, in meine Hand in Knochen reinrammen, dass ich nicht runtergezogen werde? Ich glaube nicht. Hey. Danke. Naja. Alles. Schlüssel. Für alles. Dass der von da oben direkt da ins Loch reingefallen ist. Dass das übereinander liegt, diese Löcher. Uschi, tu das nicht! Da war noch ein anderer Schlüssel dran, ne? Da war nicht der Flugzeugschlüssel dran, da war noch ein anderer Schlüssel dran, so ein metallener. Beinabschlüssel her? Sterbe wütend? Die mad? Schwerelosigkeit. Wo ist sie? Jo, Junge. Hä? Alter, was passiert hier alles? Was ist denn das für ein Ende? Das ist die Erde. Bei der Erde ist sie jetzt gelandet, oder was? Das ist die Erde hier. Weil die ist ja komplett zerstört. Das haben wir ja gesehen bereits schon durch eine gelbe Explosion. Aber wie kommt Uzi jetzt dahin? War das Uzi? Ja. Also sie hat den Schlüssel gegeben quasi, von der Schlinge befreit, deswegen ein Bein ab und dann ihn rausgekickt, das Airpawn kam in dem Flugschiff dann. Aber ist er ins Loch runtergefallen, der Tessa als hier Programm, als Zombie-gelbe Tante hinterher, der Name glaube ich nicht mehr gefallen ist seitdem, aber ja. Ey, das ist so, ich finde die Serie so gut, ich finde die einfach sau stark. Das war das Ende jetzt. So geil. Ich liebe es, so ruhig endet. So dich an tausend Sachen, da fragst du, hey, was geht ab, hey? Das ist so geil. Ich liebe sowas. Wie findet ihr die Folge? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt um 0 Uhr, 1 Uhr hochladen soll. Morgen erst um 9 Uhr, 10 Uhr. Ich denke, morgen 10 Uhr werde ich es machen. Ja. Die allererste Folge direkt zu habe ich auf dem Hauptkanal. Die restlichen Folgen auf dem Kanal hier, wenn ihr auch alles vorher angucken wollt, alles reagiert dazu. Ich werde hier wahrscheinlich Playlisten nochmal machen, die ihr euch angucken könnt, wo alles drin ist. Ansonsten zumindest Brody, ne, und ein Hallöchen-Videos. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war jetzt wahnsinnig. Das war geil.